Das ist absoluter Quatsch und das zeigt sich mal wieder schlechter Journalismus. Damit seid ihr auf einen fast schon lupenreinen Lobbyisten reingefallen. Es ist so unglaublich alltagstauglich, dass ich mich echt frage, was mit diesen ganzen Diesel-Dietern eigentlich los ist, dass sie ihre 1000 Kilometer Reichweite brauchen. Okay, da haben sie tatsächlich recht. Was viele aber nicht wissen, der größte Anteil der Verlagsgruppe Axel Springer gehört der US-Investmentgesellschaft KKR. Es gibt Good News. Die DAX-Konzerne haben letztes Jahr den Ausstoß von Treibhausgasen um insgesamt 14% gesenkt. Und der DAX ist trotzdem um über 20% gestiegen. Es geht also. Wir können unser wirtschaftliches Wachstum von CO2-Emissionen trennen. Dass das geht, das wissen wir zwar schon lange, aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass das auch weiterhin in die Tat umgesetzt wird. Und Deutschland kann das Klimaziel für 2030 erreichen. Wir sind auf Kurs. Wir haben Deutschland an der Stelle auf Kurs gebracht und wir müssen Kurs halten. Das sind super gute Nachrichten. Aber das Sorgenkind des Klimaschutzes bleibe der Verkehr. Okay, es hapert am Ministerium von Volker Wissing und es hapert an den E-Autos. Warum will die denn keiner kaufen? Nun, ich habe da so eine Vermutung. Wir haben uns mal die Artikel der auflagenstärksten Tageszeitung Deutschlands angeguckt und wie sie über E-Autos berichtet. Und ich möchte das Ganze jetzt hier mal einordnen. Natürlich wie immer sachlich und mit Quellen belegt, die ihr selbstständig nachprüfen könnt in unserem Quellendokument, das wir unten in der Videobeschreibung verlinkt haben. Also, steigen wir ein und ich würde ganz gerne mit diesem Artikel hier der Bild-Zeitung starten aus dem Mai 2024. E-Autos haben es weiter schwer. Jeder Zweite glaubt nicht ans Verbrenner aus. Laut den Ergebnissen des Automobilbarometers 2024 zeigt sich, dass sich erstmals die Mehrheit der Deutschen vorstellen kann, ein Elektroauto zu kaufen. Damit kommen Diesel und Benziner aber immer noch auf 48%. Wie Sie hier betonen müssen, dass Diesel und Benzin ja nicht ganz vom Tisch sind und das extra fett gedruckt haben. Aber okay, stimmt ja, soweit so gut. Die befragten Deutschen haben Zweifel, ob Elektroautos wirklich die ultimative Antwort auf die Klimaprobleme sind. 75% der Deutschen sagen zwar, dass technischer Fortschritt unsere Autos insgesamt umweltfreundlicher machen wird, aber mit 52% glaubt nur etwa die Hälfte, dass E-Autos den ökologischen Wandel bringen. Okay, hier direkt ein Riesenproblem. Das sagt die Studie gar nicht. Und die Bild zeigt das sogar selber direkt darunter. Und zwar sieht man hier, die Studie selber sagt, Summe der Befragten, die glauben, dass das Elektroauto den ökologischen Wandel repräsentiert. Und ja, das sind in Deutschland 52%. Dass das den ökologischen Wandel repräsentiert, ja, da würde ich mich, glaube ich, auch dazu stellen. Also neben dem Windrad und neben der PV-Anlage ist das Elektroauto bestimmt ein Symbol der ökologischen Wende, ja. Aber das hat die Studie halt, wie gesagt, überhaupt nicht gesagt. Also es wird hier komplett falsch zitiert und journalistisch sehr, sehr schwierig, das einfach falsch wiederzugeben, obwohl direkt darunter halt auch gezeigt wird, wie es eigentlich wirklich gefragt wurde. Okay, bleiben wir mal bei den Umfragen. Als nächstes zeigt die Bild hier, woran es denn in Deutschland an der E-Mobilität hapert, also wovor die Leute am meisten Angst haben beim Elektroauto. Für 40% der Deutschen ist die fehlende Reichweite ein Kaufhindernis. 37% verbinden mit dem Elektroauto noch ungelöste Umweltprobleme. Und 62% der Befragten machen sich Sorgen, ob sich überhaupt genug Strom für die E-Autos produzieren lässt. Okay, woher diese Bedenken kommen, dazu vielleicht später nochmal mehr, aber lass mich jetzt erstmal alle diese Bedenken adressieren. Also, ich fahre jetzt seit 5 Jahren Elektroauto. Ich habe mich 2019 für einen Tesla Model 3 entschieden. Und nachdem das Leasing dann 2023 ausgelaufen ist, habe ich mich wieder für einen Tesla Model 3 entschieden. Ja, trotz Elon Musk, mich nervt es mega, mich nervt es extrem, dass ich mit diesem Kauf auch Elon Musk unterstütze, den ich inzwischen einfach nur noch ganz unausstehlich finde. Aber Tesla ist eben nicht nur ein Mann und das Auto hat mir so gut gefallen, dass für mich kein anderes in Frage kam. Ich fand es so gut, dass ich mir nichts anderes hätte vorstellen können. Bin übrigens vor 2019 auch schon Verbrenner gefahren. Also es ist nicht so, dass ich mich jetzt gar nicht wüsste, wie das ist, was ich da verpasse mit einem Verbrenner. Ich weiß auch, was quasi die Vorteile von einem Verbrenner sind. Also, ich fahre im Jahr so circa 20.000 bis 25.000 Kilometer und dabei vor allem lange Strecken, denn meine Produktionsfirma 22 Film und ich, wir drehen überall in Deutschland, wir drehen in Österreich und der Schweiz, von Luisenlund bis zum CERN, von Nordwijk, wo die ESA ist, bis nach Wien, überall da haben wir schon gedreht und natürlich war ich auch für die Live-Show mit dem E-Auto unterwegs. Also, wir haben das 2024er Model 3 und das hat eine realistische, wirklich erreichbare, haben wir schon geschafft, Autobahnreichweite von tatsächlich 500 Kilometern. Wenn man also vor dem Start des Roadtrips auf 100% auflädt, was man auf jeden Fall tun kann, das ist für die Batterie in Ordnung, wenn die dann nicht zu lange auf 100% stehen bleibt, dann kann man erstmal über 5 Stunden am Stück Auto fahren.
Und ich glaube, das reicht erstmal, denn Pausen sind gut und wichtig. Wenn man 5 Stunden fährt, muss man sich zwischendurch entspannen. Und nach 5 Stunden müssen wir dann das erstmal aufladen und meistens gehen wir dann was essen, weil nach 5 Stunden hat man Hunger. Und das Mittagessen oder Abendessen dauert dann ca. 45 Minuten bis ungefähr 1 Stunde. Und dann ist das Auto voll und wir können wieder 4 bis 5 Stunden Auto fahren. Und dann sind wir auch fertig. Also mehr als diese 1000 Kilometer Reichweite brauche ich persönlich auf jeden Fall nicht. Und sowas würde ich, glaube ich, am Tag auch gar nicht fahren wollen. Es ist so unglaublich alltagstauglich, dass ich mich echt frage, was mit diesen ganzen Diesel-Dietern eigentlich los ist, dass sie ihre 1000 Kilometer Reichweite brauchen. 1000 Kilometer auf Auto fahren, das sind 10 Stunden, über 10 Stunden am Stück sitzen. Müssen die nicht mal aufs Klo? Müssen die sich nicht die Beine vertreten? Ich habe mit dem Tesla übrigens auch schon größere Roadtrips von über 3000 Kilometern gemacht, zum Beispiel einen nach Schweden, einen nach Norwegen. Und das war auch überhaupt gar kein Problem, es waren beides traumhaft schöne Urlaube. Und da haben wir übrigens auch im Auto gepennt, mit Klimaanlage an, über die Nacht hinweg, sodass man immer die gleiche Temperatur hat, was mit den meisten Verbrennern ja so nicht geht. Also, ein E-Auto ist auf Langstrecken absolut und sowas von alltagstauglich. Ironischerweise ist die Kritik von E-Autos ja meistens, dass sie zu wenig Reichweite haben. Aber ich, als jemand, der jetzt seit 5 Jahren rein elektrisch fährt, würde ehrlich gesagt eher sagen, dass das größte Alltagsproblem von E-Autos die Stadt ist. Oder halt das Land. Also halt da, wo man wohnt. Der Alltag zu Hause. Ich bin letztens umgezogen und ich kann jetzt nicht mehr zu Hause aufladen, so wie ich das früher konnte. Glücklicherweise kann ich jetzt hier bei uns am Büro aufladen und tatsächlich, während wir gerade drehen, lädt auch das Auto auf. Ultra praktisch. Das muss ich vielleicht einmal die Woche machen. Wenn ich dann einmal die Woche reinkomme und das Auto anstecke, reicht mir das komplett für die ganze Woche aus. Wenn man diese Möglichkeit aber nicht hat, also entweder zu Hause oder am Arbeitsplatz zu laden, dann ist Elektromobilität tatsächlich gar nicht so geil. Das hatte ich die ersten 2 Jahre, als ich das Auto hatte. Und da muss man dann halt gucken, dass man entweder beim Einkaufen auflädt, wenn man irgendwo zu Besuch ist und zufällig da ein Charger in der Nähe ist. Oder eben, und das ist das Allerschlimmste, aktiv aufladen fahren. Und das ist wirklich blöd, denn das ist pure Zeitverschwendung. Deswegen muss die Ladeinfrastruktur dringend noch weiter ausgebaut werden. Es gibt noch viel zu wenig Ladesäulen. Viele Ladesäulen sind viel zu kompliziert zu bedienen oder oft kaputt oder von Verbrennern zugestellt. Und wie zur Hölle funktionieren Ladekarten? Das ist so ein komplexes Wirrwarr. Für normale Menschen, die einfach nur von A nach B kommen wollen, ist das oft zu umständlich. Wir hatten jetzt Ewigkeiten Zeit, alles gut vorzubereiten. Und dennoch passiert es auch im Jahr 2024 immer noch viel zu häufig, dass ich irgendwo ankomme und nicht einfach laden kann. Tesla macht das ja eigentlich schon seit Jahren sehr gut vor. Einstecken und direkt fließt Strom. Warum kriegen die anderen das nicht hin? Okay, also so viel zu der fehlenden Reichweite. Der zweite Punkt der Bild war ja hier, 37% verbinden mit dem Elektroauto noch ungelöste Umweltprobleme. Was auch immer das bedeuten soll, wahrscheinlich, dass Leute denken, dass das nicht die Lösung für den Klimawandel ist. Oder vielleicht sogar ganz speziell die 17 Tonnen CO2, die viele Leute im Kopf haben. Das ist nämlich CO2-Ausstoß von Elektroautos größer ist als von Verbrennern. Und wer jetzt hier noch die 17 Tonnen CO2 im Kopf hat oder zum Beispiel, dass E-Autos erst nach 8 Jahren mit Verbrennern gleichziehen, weil sie so einen großen CO2-Rucksack haben, der denkt an die Schweden-Studie. Diese berühmt-berüchtigte Studie, es war eine Metastudie aus dem Jahr 2017, die nicht nur inzwischen schon komplett veraltet ist, sondern auch damals schon fehlerhaft war, wie auch die Autoren damals schon gesagt haben. Es war eigentlich nur ein Journalist, der daraus falsche Schlüsse gezogen hat. Und leider geistert die Studie und vor allem die Zahlen, diese 17 Tonnen oder 8 Jahre, immer noch durch viele Köpfe. Und genau darauf zahlt die Bild jetzt ein. Erste Experten sicher. E-Autos jetzt dreckiger als Verbrenner. Das hat die Bild 2022 noch getitelt, also als schon so viele unzählige Studien rausgekommen sind, die das Gegenteil beweisen. Ein E-Auto stieß im ersten Halbjahr 2022 rund 175 Gramm CO2 pro Kilometer aus. Werden 2023 die AKW abgeschaltet und die Stromlücke zum Beispiel mit Strom aus Kohle gestopft, steigt der Wert auf 184 Gramm CO2 pro Kilometer. Ja, liebe Bild, damit seid ihr auf einen fast schon lupenreinen Lobbyisten reingefallen. Das ist nämlich Dr. Thomas Koch. Kolbenkoch wird er auch genannt und der ist der Inhaber des Lehrstuhls für Kolbenmaschinen. Der beschäftigt sich also schon sein ganzes Leben mit Ottomotoren, mit Verbrennungsmotoren und ist sehr daran interessiert, dass die weiterhin eine Zukunft haben. Und deswegen hat er zum Beispiel auch Mitarbeit an dem IAS-Tech, was ein Lobbyverein ist quasi, um für Ottomotoren zu werben und dass man am Ottomotor länger festhält. Und dass der in der Wissenschaft nicht besonders anerkannt ist, dieser Kolbenkoch, das sieht man relativ viel. Da gibt es relativ viele Quellen zu, zum Beispiel hier von der Automobilwoche, die genau dieses Zitat von dem Koch quasi kritisiert haben. Der Brief ist hochgradig peinlich. Es ist ein wissenschaftlich verbrämtes Lobbyistenschreiben, welches krampfhaft versucht, die Kolbenmaschinen zu retten.
Das ist ziemlich eindeutig und für die Wissenschaft auch ziemlich brisant in dieser Eindeutigkeit. Und dann ist mir noch eine Sache aufgefallen. Hier wurde auch gerade vorhin gesagt, werden 2023 die AKW abgeschaltet, steigt der Wert auf 184 Gramm CO2 pro Kilometer. So war es aber gar nicht. Da wurde ganz, ganz viel Angst davor gemacht. Oh nein, die AKW werden abgeschaltet. Und was ist dann tatsächlich passiert? Seit der Abschaltung der letzten deutschen Atommeiler im April 2023 sei der CO2-Ausstoß im Energiesektor um 24% gesunken, teilten die Umweltschützer mit. Grund dafür waren ein Wachstum bei den erneuerbaren Energien sowie sinkende Strommengen aus fossilen Energiequellen. Juhu! Also viel Panik um nichts. Okay, aber wie viel CO2 stoßen E-Autos denn jetzt tatsächlich aus? Und das ist ja eine berechtigte Frage. Da gibt es immer wieder verschiedenste Studien, ganz, ganz viele, die da rauskommen, quasi alle paar Monate war es, die alle unterschiedliche Berechnungen zugrunde legen. Aber die, die immer auf beiden Seiten das ganze Leben der Autos betrachten, die kommen eigentlich immer zu dem Schluss, dass das E-Auto weniger CO2 ausstößt. Je nach Pkw-Klasse zwischen 47% und 63% weniger, teilweise kommen die sogar auf bis zu 80% weniger CO2-Emissionen für das Elektroauto. Wie gesagt, ich würde mich da nicht auf ganz genaue Zahlen festlegen, einfach weil man alles Mögliche da rein berechnen kann. Aber wie gesagt, die meisten kommen da ungefähr auf diese Werte. Da gibt es auch einen coolen Rechner von Transport and Environment, den ich euch mal ans Herz legen möchte, wo ihr da mal ein bisschen gucken könnt, wie das Ganze genau aussieht. Habe ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da kann man zum Beispiel sagen, ich stelle die Batterie jetzt hier in Deutschland her und ich fahre das Auto auch in Deutschland und habe sogar nur einen Standard-Impact von der Supply Chain, dann bin ich bei 95 Gramm CO2 pro Kilometer. Bei einem Verbrenner bin ich bei, in diesem Fall jetzt hier, 241 Gramm CO2 pro Kilometer. Das also das 2,5-fache. Und selbst wenn ich jetzt sage, wir lassen die Batterie in China herstellen, wo ja immer eine ganz, ganz große Kritik ist, guck mal, da bewegt sich gar nicht so viel. Von Deutschland nach China, ja, der CO2-Ausstoß wird größer, aber ist tatsächlich gar nicht so viel größer. Jetzt von 95 Gramm auf 101 Gramm. Und dann kommt ja jetzt immer noch ein großes Argument, ja, aber ihr fahrt ja mit Kohlestrom, da ist ja Kohlestrom im Mix. Schauen wir doch mal, also wie gesagt, in Deutschland fahren wir mit 101 Gramm CO2 pro Kilometer. Wenn wir jetzt in ein anderes Land gehen, wo besonders viel Kohlestrom benutzt wird, nämlich zum Beispiel Polen, dann steigt das Ganze auf 151 Gramm, also um 50%. Kohlestrom hat also auf jeden Fall einen großen Impact auf die CO2-Freundlichkeit, auf die Klimafreundlichkeit von E-Autos. Allerdings sind wir immer noch deutlich besser dran als mit einem Verbrenner. Aber das zeigt, wie ich finde, ziemlich gut, dass es ultra wichtig ist, dass wir unseren Energiemix so schnell wie möglich nachhaltig bekommen müssen. Wir haben hier in Deutschland 2023 50% erneuerbare Energien im Strommix gehabt, was schon mal ultra gut ist. Und das wird sich bis 2030 hoffentlich noch auf 80% erhöhen. Und das bedeutet, E-Autos werden im Schnitt jeden Tag umweltfreundlicher, weil der Strom, den wir benutzen, grüner wird. Weil sie mit Kohlestrom fahren. E-Autos sind schmutziger als Diesel. Verbrenner schaden dem Klima, E-Autos sind dagegen sauber? Denkste. Hinter dieser Logik steckt eine große Fehlkalkulation, warnt Wirtschaftsforscher Prof. Dr. Dr. Ulrich Schmidt vom renommierten Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Denn mehr E-Autos bedeuten mehr Strombedarf. Und der wird beim aktuellen Strommix in Deutschland nur durch schmutzigen, klimaschädlichen Strom gedeckt. Die CO2-Abgase entstehen also nicht erst beim Fahren, sondern schon früher. Professor Schmidt zu Bild: Elektroautos fahren heutzutage de facto mit 100% Kohlestrom. Fürs Klima sind neue E-Autos damit schädlicher als Verbrennungsmotoren, egal ob Benzin oder Diesel. Okay, also als allererstes, wenn ein E-Auto hier an einer öffentlichen Ladesäule in Deutschland lädt und diese Ladesäule wurde gefördert, und das sind fast alle, dann muss da Ökostrom getankt werden. Also ganz offiziell kommt da Ökostrom aus der Dose. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, die sorgen natürlich für einen höheren Strombedarf, das heißt, muss zusätzlicher Strom gemacht werden. Okay, ich verstehe dieses Argument noch irgendwo, aber dann zu sagen, das ist zusätzlicher Strom, der kommt nur on top, das sind dann der Kohlestrom, ist absoluter Bullshit. Dann muss man zumindest einfach den normalen Strommix berechnen. Selbst wenn man jetzt sagt, man nimmt nur den zusätzlichen Strombedarf, dann ist das auch nicht 100% Kohlestrom, denn es gibt ja auch noch Gaskraftwerke, Biogasanlagen, es gibt Strom, der aus Batterien gezogen werden kann. Also du weißt gar nicht, wo quasi zusätzlicher Bedarf immer herkommt. Das zu 100% auf Kohlestrom zu führen, das ist wirklich, also wirklich bewusst einfach misleading. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass dieser Professor Dr. Doktor mit zwei Doktortiteln und einer Professur, dass er das wirklich glaubt. Jetzt gibt es ja nicht nur die Betrachtungsweise von CO2, also wie klimafreundlich sind E-Autos, sondern auch wie umweltfreundlich sind sie. Und da geht es natürlich vor allem viel um Rohstoffe, die für die Batterie gebraucht werden.
Und da habe ich das Gefühl, dass E-Autos immer angegriffen werden, weil sie nicht perfekt sind. Und das sind sie auch nicht. Aber wir reden nie darüber, wie schlimm eigentlich die Alternative ist, nämlich Verbrenner. Und die ist richtig, richtig kacke. Und deswegen ist das jetzt hier auch kein Whataboutism, so, die sind aber auch schlimm, sondern ich zeige nur auf, wie blöd die Alternative ist. Und wir müssen uns ja für eine der beiden Alternativen entscheiden, wenn wir Auto fahren müssen. Also, hier ist ein ganz schönes Schaubild, das zeigt, wie viel fossile Energien wir eigentlich jedes Jahr verbrennen und im Vergleich dazu, wie viel wir an Materialien brauchen, um die Transformation zu Erneuerbaren hinzubekommen. Das ist viel, viel, viel kleiner. Und das Gleiche gilt auch für E-Autos, wie das zum Beispiel hier ganz schön Ranga Yogeshwar gesagt hat im Interview mit Patrick Niedermeyer. Wenn du 5-mal voll tankst, dann produzierst du so viel CO2, wie dieses Auto wiegt. Wow. 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 Wenn wir darüber sprechen wollen, wie sehr Autos die Umwelt verschandeln und wie viel dafür quasi Rohstoff aus dem Boden geholt werden müssen, können wir uns auch mal die Alternative angucken. Das hier ist die Suncor Millennium Mine, ich glaube, so spricht man es aus, in Kanada. Das ist eine Lagerstätte von Ölsand und es ist eine der größten Vorräte von Öl der Welt. Aber dieses Öl liegt in einem Gemisch mit Sand und Ton vor. Und diese Art der Ölgewinnung, die erfordert besonders große Mengen an Energie. Also wieder das Thema Effizienz. Es ist einfach sehr ineffizient, dieses Öl aus dem Boden zu holen, dafür Energie aufzuwenden, das dann zu raffinieren, dafür wieder Energie aufzuwenden, das zu transportieren, dafür wieder Energie aufzuwenden und dann sehr ineffizient im Ottomotor zu verbrennen. Außerdem haben wir natürlich noch das Thema Stickoxide, also es ist einfach schlecht für unsere Lungen, wenn was verbrannt wird. Übrigens besonders schlimm, wenn Eltern ihre Kinder im Winter von der Schule abholen und die Motoren laufen kalt, aber laufen mit, dann stoßen sie besonders viele Stickoxide aus. Und wenn dann die Kinder von der Schule kommen und die sind ja auch noch kleiner, das heißt sind mehr auf der Höhe des Auspuffs, kriegen die besonders viele Stickoxide ins Gesicht gepustet von diesen ganzen stehenden SUVs, die dann mit laufendem Motor stehend warten. Und das ist krebserregend. Und die Lautstärke ist auch ein riesiges Thema. Ich bin, wie gesagt, vor kurzem umgezogen. Ich wohne jetzt mitten in der Stadt. Es nervt extrem, wie viele toxische Männlichkeit da irgendwie gezeigt wird. Einfach nur zu zeigen, ich habe einen geilen Motor, ich habe ein geiles Auto. Und es reißt mich jedes Mal aus dem Schlaf. Ein einzelner Roller, der nachts durch Paris fährt, kann bis zu 10.000 Menschen aufwecken. Wieso erlauben wir Menschen, dass das mit uns gemacht wird? Wieso verbieten wir das nicht und sagen, ihr müsst in der Stadt mit einem Elektromotor fahren, weil der ist leise, der stört andere Menschen nicht. Das ist schlecht für unseren Schlaf, das ist krebserregend, das ist schlecht für die Tiere, es ist schlecht für alle Mitmenschen, außer für den einen Dude, der daran richtig geil Spaß hat. Heute Nacht um 3:30 lag ich so eine halbe, dreiviertel Stunde wach, weil irgend so ein Idiot da die Ringe runtergefahren ist. Der Strommix ist für die Lebensdauer von Autos das entscheidende Kriterium beim Vergleich der Antriebsarten. Das zweite, die Batterie des E-Autos. Sie ist nicht nur die teuerste, sondern auch die umweltschädlichste Komponente des Fahrzeugs. Meistens handelt es sich um einen Lithium-Ionen-Akku, dessen wichtigster Inhaltsstoff, seltene Erden, wegen seines Abbaus umstritten ist. Aber auch die Frage des Akku-Recyclings spielt hier mit hinein. Das ist absoluter Quatsch und das zeigt sich mal wieder schlechter Journalismus. Das war jetzt übrigens nicht die Bild, sondern Autobild. Im Akku von E-Autos sind keine Metalle der seltenen Erden. Also erstmal, es heißt Metalle der seltenen Erden und die sind nicht im Akku drin. Was ihr meint, ist Lithium oder wie die Chemiker es aussprechen, Lithium oder Kobalt. Und das sind kritische Rohstoffe, da können wir auf jeden Fall gerne drüber sprechen. Aber es sind nicht Metalle der seltenen Erden. Die sind zum Beispiel drin in dem Elektromotor teilweise oder auch in Katalysatoren von Verbrennern. Also Metalle der seltenen Erden brauchen wir auch bei Verbrennern, aber nicht für die Elektroautobatterie. Wollte ich nur mal gesagt haben. Aber okay, ich will jetzt natürlich nicht nur Whataboutism betreiben, also lasst uns über die kritischen Rohstoffe sprechen. Lithium ist auf jeden Fall einer davon. Da muss man auch direkt dazu sagen, das kommt nicht nur aus Chile oder nicht nur aus Südamerika, wo ja diese Methode ist, dass man ganz, ganz große Becken hat und das Wasser evaporiert, sondern tatsächlich kommt das meiste Lithium aus Australien und wird dort auf eine ganz, ganz andere Art und Weise gewonnen. Und Lithium kann man zum Beispiel auch in den USA gewinnen oder sogar hier in Deutschland im Rhein. Und vielleicht das Wichtigste, Lithium kann recycelt werden, was Benzin und Diesel einfach nicht können. Wenn ich einmal 100 Kilometer gefahren bin, dann ist das Benzin oder das Diesel weg. Das Lithium kann ich allerdings zurückgewinnen. Das Second Life der Akkus außerhalb des Autos ist auch noch ein wichtiges Thema. Dieses Second Life kann abhängig von der genauen Anwendung bis zu 30 Jahre dauern. Das heißt, wir haben einfach viel mehr davon, von diesem Lithium, selbst wenn das halt mehrere hundert Kilo sind, als jetzt zum Beispiel von dem Benzin oder Diesel, das halt nach 5 Tankladungen weg ist. Kobalt, auch ein wichtiges Thema. Da wird ja immer vorgeworfen, dass da auch Kinderarbeit dabei ist. Und ja, das ist teilweise so. Allerdings kann man hier sagen, davon wird immer weniger gebraucht. In den normalen Lithium-Ionen-Zellen wird quasi schon immer weniger Kobalt eingesetzt. Und in den ganz neuen LFP-Akkus wird das gar nicht mehr gebraucht. Überhaupt nicht mehr.
Und LFP-Akkus sind sowieso mega cool, da können wir jetzt gerne mal drüber sprechen, weil sie nicht brennen können, was E-Autos mit herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus übrigens auch viel, viel seltener tun als Verbrennerautos. Dazu haben wir sogar schon zwei ganze Videos gemacht, die könnt ihr euch hier nochmal angucken. Und wie gesagt, sie benötigen gar kein Kobalt und sie halten nochmal viel, viel länger als Lithium-Ionen-Akkus. Die meisten Studien kommen hier auf Ergebnisse zwischen der doppelten und der vierfachen Lebensdauer. Und dabei halten herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus schon sehr, sehr gut. Dazu muss man auch sagen, LFP hat auch ein paar Nachteile, zum Beispiel eine im Vergleich nicht so hohe Energiedichte. Und im Winter performt die auch nochmal deutlich schlechter. Dieser Reichweiten-Nachteil, der lässt sich aber dann zum Beispiel wieder ausgleichen, indem man LFP-Akkus immer bis zu 100% laden kann und sie dann auch einfach bei 100% stehen lassen kann. Das sollte man bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus im Alltag eher nicht tun, da würde ich jetzt nur mal auf 80-90% laden. Was natürlich nicht heißt, dass man sie nicht auf der Langstrecke auf 100% laden kann, wenn man diese 100% dann auch direkt wieder verfährt. Okay, so viel zu den Umweltproblemen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier die größten Sachen abgedeckt. Und jetzt zu dem, was die meisten Leute gesagt haben. 62% der befragten Deutschen machen sich zudem Sorgen, ob sich überhaupt genug Strom für die E-Autos produzieren lässt. Und ich frage mich, warum die Leute das denken. 15 Millionen E-Autos. So lautet das Ziel der Bundesregierung fürs Jahr 2030. Dafür braucht es Strom. Viel Strom. So viel Strom. Ist diese Angst begründet? Nun, die Fragen muss man eigentlich in zwei Teile aufteilen, denn die Frage ist gar nicht so intelligent gestellt, aber den zweiten Teil denken wir mal mit. Und zwar Teil 1, gibt es genug Strom? Und der viel wichtigere Teil, halten die Stromnetze das aus? Also, wenn wir bei 15 Millionen E-Autos sind, das ist das Ziel für 2030, was in Klammern relativ unrealistisch ist, und wir rechnen noch Elektro-Lkw mit dazu, also nicht nur Autos, dann brauchen wir dafür 130 Terawattstunden Strom. Das sind 22% des Stroms in Deutschland aktuell, also jetzt nicht so viel mehr, ein bisschen mehr als ein Fünftel mehr. Das ist in 6 Jahren auf jeden Fall machbar. 2035 werden es dann schon bis zu 260 Terawattstunden sein, also das Doppelte. Aber zum Glück wächst auch das Angebot an grüner Energie. 2023 wurden zum Beispiel bereits 252 Terawattstunden aus erneuerbaren Quellen erzeugt. Und die Tendenz ist weiter steigend. Außerdem, und das ist ziemlich krass, werden E-Autos dabei helfen, die Strompreise zu senken. Das würden jetzt wahrscheinlich die allerwenigsten glauben, aber tatsächlich haben zwei Fraunhofer-Institute genau das ausgerechnet. Eigentlich könnte man ja meinen, wenn mehr Strom gebraucht wird, die Nachfrage steigt, dass dann natürlich auch die Preise nach oben gehen. Aber dem ist tatsächlich nicht so. Und das liegt daran, dass E-Autos dabei helfen, das Stromnetz zu stabilisieren. Ganz früher war es ja so, wir hatten Kohlekraftwerke und wenn wir mehr Strom gebraucht haben, dann haben die Kohlekraftwerke mehr Strom erzeugt. Das heißt, wir hatten eine Erzeugung, die sich am Bedarf orientiert hat. In der Zukunft wird es genau andersrum sein. Wir sind darauf angewiesen, dass Strom dann kommt, wenn die Sonne scheint oder wenn der Wind weht. Das heißt, wir können nicht immer kontrollieren, wie viel Strom reinkommt. Und das ist natürlich nicht optimal. Am liebsten würden wir natürlich immer genauso viel Strom haben, wie wir gerade brauchen. Es ist halt manchmal so, gerade am frühen Nachmittag oder quasi zur Mittagszeit scheint besonders viel die Sonne. Wenn dann auch noch der Wind weht, dann ist ganz, ganz viel Strom im Netz. Elektroautos haben sehr große Batterien und die können zum Beispiel dann geladen werden. Wenn ich jetzt heute den ganzen Tag hier stehe, mein Auto steht gerade auf dem Parkplatz, ich habe das heute Morgen angesteckt, mir ist total egal, wann genau das geladen wird, solange es gleich um Feierabend um 18 Uhr fertig geladen ist. Ob das jetzt von 14 bis 15 Uhr davon am meisten lädt oder morgens schon am meisten lädt, ist mir eigentlich total egal. Das heißt, E-Autos können dabei helfen, das Stromnetz zu stabilisieren und zum Beispiel Lastspitzen abzufangen. Und das kann man jetzt entweder negativ framen, so wie die Bild das gemacht hat, oder man kann daran teilnehmen und sogar davon profitieren. Dieses Video hier wird unterstützt von EcoFlow. EcoFlow hat gerade die Delta Pro 3 auf den Markt gebracht. Das ist diese Batterie hier. Und ja, das ist eine Batterie. Es ist die flexibelste Batterie der Welt, denn man kann sie für zwei Anwendungsgebiete sehr gut einsetzen. Zum einen als Heimspeicher, wenn man zu Hause ein Balkonkraftwerk hat mit Solarpanelen, dann kann man die Energie, die man gerade nicht braucht, hier zwischenspeichern. Aber wenn man dann in den Urlaub fährt, kann man diese Batterie auch mitnehmen und dann zum Beispiel in seinem Van benutzen oder beim Campen, wo man keinen Strom hat. Hier hat man 4 Schuko-Steckdosen, man hat USB-C, man hat USB-A, man kann alles Mögliche hiermit aufladen und das für ziemlich lange, denn hier drin stecken 4 Kilowattstunden. Das ist eine Menge gespeicherte Energie und wenn man das in seinem Heimspeicher auch noch aufstocken möchte, kann man das machen mit bis zu 12 Kilowattstunden insgesamt. Wenn man das ganze System auch noch an den EcoFlow Powerstream Mikroinverter anschließt, dann kann man das Ganze an sein Hausnetz anschließen. Und da das Ganze sehr leise ist, mit 30 Dezibel und IP65 zertifiziert ist, ist es quasi für jede Situation gemacht. Überwachen kann ich das Ganze mit einem eingebauten Bildschirm oder in der smarten EcoFlow App. Mehr Informationen dazu gibt es unten in der Videobeschreibung und jetzt geht's weiter um E-Autos.
Denn tatsächlich können Strompreise durch viel Sonne und viel Wind sehr, sehr günstig werden und teilweise sogar krasserweise negativ werden. Also, dass man dafür bezahlt wird, Strom zu verbrauchen. Ja, das Stromnetz muss auch noch ausgebaut werden, das stimmt, sowohl für die erneuerbaren Energien als auch für Elektroautos, aber das passiert. Wir werden schrittweise immer mehr E-Autos bekommen und deswegen müssen wir auch schrittweise immer mehr das Stromnetz ausbauen, aber das passiert auch, also das ist kein Problem, wegen E-Autos wird das Stromnetz nicht zusammenbrechen. Natürlich wird das auch ein bisschen was kosten, aber das ist nicht die Welt und wenn wir schon beim Thema Kosten sind, bleiben wir mal direkt beim Geld. Man hört ja oft, E-Autos sind zu teuer. Öffentlich laden ist teurer als tanken. Bittere Stromrechnung für E-Autobesitzer. Okay, da haben Sie tatsächlich recht. Es kann sein, dass man bei einem Hypercharger, also einer Autobahn, horrende Preise von irgendwie 80 Cent pro Kilowattstunde bezahlt. Und das ist viel zu viel. Und es sollte eigentlich verboten werden, wenn ihr mich fragt. Tankstellen sind ja selten mehr als ein paar Cent pro Liter auseinander. Aber manchmal können tatsächlich Ladesäulen direkt nebeneinander stehen. Und die eine kostet dann irgendwie das Doppelte von der anderen. Und man weiß das vielleicht auch teilweise vorher gar nicht. Es ist alles sehr, sehr intransparent. Hier muss man also echt aufpassen. Und wie gesagt, Ladekarten und Tankabos mit irgendeiner Grundgebühr, das ist alles ultra verwirrend für den durchschnittlichen Autofahrer. Das muss besser werden. Generell ist das Thema Kosten wahrscheinlich aktuell der größte Kritikpunkt am E-Auto. Das sieht man immer wieder in unabhängigen Umfragen. Viele würden sich ja gerne ein E-Auto kaufen, aber es ist erstmal teurer als ein Verbrenner. Erstmal. Das gilt aber nicht für Gebrauchte. Die Kosten für gebrauchte E-Autos sind gerade sehr niedrig. Man sollte sich wirklich 2, 3 oder vielleicht besser 4 Mal überlegen, ob man sich so einen brandneuen Tesla oder sowas kaufen sollte. Denn neuer Tesla kostet aktuell mit allen Kosten 46,7 Cent pro Kilometer. Das ist bei den Kosten von über 50.000 Euro für einen Neuwagen. Und wenn man dann alle Kosten mit zusammenrechnet, also mit Versicherung und Reparatur und allem, dann kommt man auf 46,7 Cent pro Kilometer. Aber ein gebrauchter Tesla Model 3 kostet aktuell nur 33.847 Euro im Schnitt. Sobald man gebrauchte E-Autos auf ein paar Jahre rechnet, zum Beispiel auf 5 Jahre, ist es deutlich attraktiver und günstiger, trotz höherer Stromkosten. Man muss natürlich auch darauf achten, was man für ein Auto kauft. Man sollte immer ein Auto für den Bedarf kaufen, den man auch wirklich hat. Nicht das allergrößte Auto mit der allergrößten Reichweite von irgendwie 800 Kilometern, wenn man 99% der Fahrten nur unter 100 Kilometer fährt. Was übrigens für die allermeisten Deutschen gilt. Und wenn man einmal im Jahr so eine Riesenreise machen möchte, man macht zum Beispiel den Urlaub mit dem Auto und man nimmt noch einen Wohnwagen mit, man muss also auch noch einen Anhänger ziehen, dann lohnt es sich vielleicht einmal im Jahr ein Verbrennerauto zu mieten und dann die Reise damit zu machen, aber den Rest des Jahres ein sparsames Elektroauto zu fahren. Ich glaube, dann kommt man immer noch günstiger weg und hat dann in diesem einen Urlaub im Jahr diese Reichweite, die man auch braucht. Und das ist besser für die Umwelt und auch besser fürs Portemonnaie. Thema E-Autos und Dienstwagen. Hier spielen, glaube ich, E-Autos einen großen Vorteil aus. Die meisten versteuern hier ihren Arbeitsweg und die Privatnutzung pauschal. Mit dieser Pauschale, das ist bei einem E-Auto 0,25%. Bei einem Verbrenner ist das 4-mal so teuer im geldwerten Vorteil. Und dieser Steuervorteil, der erhöht sich ja nochmal, je weiter ihr von eurem Arbeitsplatz weglebt, da auch der Arbeitsweg als Privatweg gilt. Da haben also E-Autos einen riesigen Steuervorteil, wenn ihr sie von eurem Arbeitgeber bekommt. Und dazu kommt noch, dass das Laden auf Kosten des Arbeitgebers steuerfrei ist. Das zählt also nicht in euren geldwerten Vorteil rein. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, aus dem Fuhrpark eures Arbeitgebers ein E-Auto zu bekommen, würde ich persönlich immer machen. Insgesamt würde ich sagen, für immer mehr Menschen wird die Elektromobilität immer attraktiver. Ja, nicht für jede einzelne Lebensrealität ist ein E-Auto perfekt oder auch vielleicht auch nur sinnvoll. Es gibt Menschen, die müssen wirklich regelmäßig 1000 Kilometer am Stück fahren und dabei einen 3-Tonnen Anhänger schleppen. Okay, für diese Grenzfälle ist ein E-Auto nicht sinnvoll. Aber für die allermeisten Menschen bin ich der Überzeugung, dass Elektromobilität sinnvoll ist und funktioniert und auch immer besser funktioniert. Und auch E-Autos werden immer günstiger und besser. Da kann man zum Beispiel den Fiat 500e nennen oder den Renault Twingo oder den Mini Cooper E oder den Opel Corsa E. Der hat zum Beispiel eine realistische, also eine wirklich erreichbare Reichweite von 275 Kilometern. Und wie gesagt, die allermeisten Fahrten sind ja weniger als das. Die meisten Leute, die sich ein Elektroauto kaufen, würden sich danach auch wieder eins kaufen. Die bereuen ihren Kauf also nicht. Trotzdem, und das ist auf jeden Fall wichtig, das muss man dazu sagen, das gehört zur Wahrheit dazu, das sind nicht alle.
19% in Europa und 24% in Deutschland sagen, dass sie wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich wieder zu einem Verbrenner zurückgehen werden. Von diesen 19 bzw. in Deutschland 24% sind die meisten mit der Ladeinfrastruktur nicht zufrieden oder können sich die hohen Kosten nicht leisten und müssen sich ein günstigeres Auto kaufen. Und das kann ich total nachvollziehen. Beide diese Punkte sehe ich selber sehr. Die Ladeinfrastruktur in Deutschland ist noch nicht gut genug. Wir brauchen mehr Ladepunkte und es muss weniger kompliziert werden mit diesen blöden Karten und Apps runterladen und meistens funktionieren die dann irgendwie nicht richtig und sowas. Das ist nervig, da müssen wir ausbessern. Das muss für den normalen Autofahrer einfach total einfach verständlich sein. Und ja, E-Autos sind teilweise noch zu teuer, aber sie werden gerade günstiger. Und ich glaube, da sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und jetzt kommen wir zum Teil, der wirklich spicy ist. Die Bild gehört ja zum Axel Springer Verlag. Genauso wie übrigens auch Die Welt oder Business Insider, Finanzen.net oder auch Stepstone oder Idealo. Das gehört alles dem Axel Springer Verlag. Was viele aber nicht wissen, der größte Anteil der Verlagsgruppe Axel Springer gehört der US-Investmentgesellschaft KKR. KKR ist eine sogenannte Heuschrecke. Das heißt, die kaufen Firmen auf und versuchen in 6 bis 7 Jahren möglichst viel Profit daraus zu schlagen und dann stoßen die das Unternehmen wieder ab. Und KKR ist jetzt nicht irgendeine Heuschrecke, sondern laut einem Report von 2022 gehört KKR zu den größten Investoren in fossile Energien. KKR will trotz Klimakrise auch weiterhin in den fossilen Bereich investieren. Und ich bin jetzt natürlich bei weitem nicht der Erste, der das aufgedeckt hat. Das hat zum Beispiel auch hier diese Dreisat-Doku schon gemacht. Stöcker sagt, auch die Medien versagen. Die Berichterstattung über das Heizungsgesetz der Ampel zum Beispiel. Es habe ein paar handwerkliche Mängel gehabt, die behoben wurden. Im Springer-Konzern aber wurde das Gesetz in Grund und Boden verrissen. Fast kampagnenartig. Es sind hunderte Artikel in der Bild alleine erschienen, die nur von Robert Habeck handeln. Und die sind alle nicht sehr schmeichelhaft. Also da wurde intensiv daran gearbeitet, aber da muss man halt auch wissen, und da sind wir jetzt wieder, das klingt so wie eine Verschwörungstheorie, ist aber ein Faktum, mehr als ein Drittel von Springer gehört eben dem Finanzinvestor KKR. Und der Finanzinvestor KKR ist auch einer der größten Private Equity Investoren in fossile Brennstoffe. Ja, es klingt tatsächlich wie eine Verschwörungstheorie, aber das auflagenstärkste Tagesblatt hier in Deutschland, das wird von Leuten von der Investmentgesellschaft aus den USA gesteuert, die das Interesse haben, fossile Energien noch möglichst lange am Leben zu erhalten, möglichst viel Profit noch daraus zu schlagen, noch möglichst lange Geld zu machen mit Öl, Kohle und Gas. Und dabei setzen sie unser aller Leben aufs Spiel, weil der Klimawandel weiter fortschreitet. Es sterben jetzt schon jedes Jahr Millionen von Menschen wegen des Klimawandels und es werden in der Zukunft auch noch viel, viel mehr davon sterben. Und auch in Deutschland, wir alle werden darunter zumindest mal leiden. Und das alles, damit diese wenigen Menschen in den USA oder vielleicht auch überall auf der Welt, die sowieso schon reich sind, noch ein bisschen reicher werden. Und das erklärt vielleicht auch, warum die Bild so eine regelrechte Hetzkampagne gegen Robert Habeck und die Grünen gemacht hat. Und vielleicht erklärt das auch, warum ihr eine so schlechte Meinung von Robert Habeck oder den Grünen habt, wenn ihr die denn habt. Aber wenn ihr sie habt, dann hinterfragt mal, ist das wirklich eure Meinung? Habt ihr euch mit den Gesetzestexten auseinandergesetzt? Wisst ihr, wofür die Grünen wirklich stehen? Oder denkt ihr denn nur, das zu wissen, weil ihr halt von der Bild und von vielen anderen Medien, die halt konservativ sind, diese Meinung in den Kopf gesetzt bekommen habt? Das sind keine Teufel, so, das sind keine Menschen, die euch irgendwie hassen, das sind auch Politiker. Ob man die jetzt wählen will, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber manche Menschen verteufeln ja Robert Habeck so, als würde der irgendwie Deutschland hassen. Und das ist einfach nicht so. Da wurde wirklich einfach eine sehr, sehr erfolgreiche Hetzkampagne geführt. Und das ist krass, dass das hier in Deutschland passiert. KKR als größter Anteilseigner nimmt 3 Sitze im Springer Aufsichtsrat ein. Das sichert Einfluss. Hier wird übrigens auch angedeutet, dass KKR lange an Julian Reichelt festgehalten hat, die also Julian Reichelt wahrscheinlich gut fanden. Heute ist Julian Reichelt Chefredakteur bei News, einem rechtspopulistischen Online-Format. Da wird regelmäßig der Klimawandel geleugnet, da wird über Ausländer hergezogen und da gab es schon mehrere Gerichtsverfahren und das, obwohl News jetzt erst seit letztem Jahr existiert. Trotzdem, das Ganze könnte vielleicht doch ein gutes Ende nehmen, denn nach eigener Aussage hält KKR Beteiligungen an Industriefirmen gewöhnlich für den Zeitraum von etwa 6 bis 7 Jahren. In dieser Zeit wird versucht, die Firma profitabel zu machen und mit den Erträgen das für den Kauf aufgenommene Fremdkapital bedient. Nach abgeschlossener Restrukturierung erfolgt der Ausstieg aus der Beteiligung. Also Axel Springer soll jetzt aufgespalten werden, da wird zumindest gerade drüber diskutiert und vielleicht sorgt dann dieser fehlende Einfluss von KKR für etwas neutraleren Journalismus.
Auf der anderen Seite würde diese anstehende Zerschlagung auch bedeuten, dass Matthias Döpfner wieder mehr Kontrolle über die publizistischen Aktivitäten des Konzerns bekommt, also vermutlich auch über die Bild. Und Matthias Döpfner ist unter anderem pro-Trump. Also alles schwierig. Wobei, Donald Trump ist jetzt pro E-Autos, interessanterweise, weil Elon Musk ihn unterstützt. Und Trump hat selber gesagt, wenn du mich jetzt unterstützt, dann muss ich ja E-Autos gut finden. Das heißt, Donald Trump hat auch offiziell zugegeben, dass man einfach ihn bestechen kann. Es gibt noch ein Thema, über das wir jetzt nicht so viel gesprochen haben, und das ist die Recycelbarkeit von Akkus. Auch ein sehr wichtiges Thema, aber ein sehr komplexes Thema. Und deswegen machen wir dazu bald ein ganz eigenes Video, wo wir ganz, ganz tief dazu einsteigen können. Wenn ihr das sehen wollt, abonniert also gerne den Kanal, damit ihr es nicht verpasst, wenn wir das veröffentlichen. Aber auch wenn wir hier noch am Anfang stehen, sieht es da an und für sich gut aus. Man kann zum Beispiel die meisten Akkus schon jetzt zu über 90-96% recyceln. Und es gibt verschiedene Ansätze, an denen gerade geforscht wird, die noch besser sind. Da haben wir die Chance, eine richtige Kreislaufwirtschaft aufzubauen. Das ist eine riesige Chance, also die Möglichkeit, keine neuen Materialien mehr aus der Erde nehmen zu müssen, sondern nur noch bestehende Materialien immer wieder zu recyceln. Wir müssen jetzt vor allem die Kapazitäten hochfahren und dann haben wir auch eine gute Chance, dass wir die ganzen E-Auto-Akkus gut recycelt bekommen. Okay, was lernen wir jetzt daraus? Also, E-Autos sind klimafreundlicher als Verbrenner. Sie sind auch umweltfreundlicher als Verbrenner. Sie sind auf der Langstrecke alltagstauglich, aber in der Stadt und auf dem Land dann ironischerweise sehr vom Ausbau der Ladesäulen abhängig. Sie zerstören nicht unser Stromnetz, sondern helfen uns im Gegenteil auf dem Weg zur Energiewende. Aber natürlich sind sie nicht perfekt. Sie kosten noch zu viel. Die Ladesituation ist für 2024 hier in Deutschland echt ein Witz und sie sind nicht umweltfreundlich. Hä? Was? Ich habe doch gerade noch gesagt, dass sie umweltfreundlicher sind als Verbrenner. Ja, aber das ist keine besonders schwierige Hürde. Nur weil etwas besser ist, als Öl in kleinen Explosionen zu verbrennen, ist es noch lange nicht gut. E-Autos stoßen, je nach Strommix, irgendwas zwischen 20-80% weniger CO2 aus als Verbrenner. Aber sie stoßen immer noch viel mehr CO2 aus als die Bahn oder das Fahrrad. E-Autos sind Autos und somit erstmal schlecht für Mensch, Tier und Umwelt. Dazu gehört auch eine riesige Platzverschwendung in unseren Städten und das Versiegeln von Flächen. Aber wir als Gesellschaft, wir haben uns halt nun mal dafür entschieden, das Auto zu benutzen. Und deswegen ist es für viele Menschen, mich eingeschlossen, leider nicht möglich, aufs Auto zu verzichten. Aber wenn man wirklich nicht aufs Auto verzichten kann, dann ist das E-Auto die beste Wahl. Vielen, vielen Dank für das super tolle Feedback auf unser neues Format. Reaktionsvideos hier auf YouTube haben ja den Ruf, dass sie sehr, sehr schnell und lieblos und einfach gemacht sind, aber wir versuchen genau das nicht zu tun. Wir recherchieren vorher lange an den Themen und wir geben euch natürlich auch alle Quellen unserer Recherche transparent in der Quellenliste. Aber das kostet Zeit und Geld und da wir hier bei 22 Film alle im Team bezahlen, würden wir uns sehr über eure Unterstützung freuen. Unabhängiger Journalismus kostet und wir werden nicht von Tesla oder den Grünen oder sonst wem bezahlt, egal was die Leute da unten in den Kommentaren vielleicht schreiben. Wenn ihr uns dauerhaft unterstützen wollt, dann gibt es neben Patreon jetzt auch die Möglichkeit der Kanalmitgliedschaften hier auf YouTube. Da muss man sich dann keinen Patreon-Account machen und es bleibt alles hier auf der Plattform. Und auch da könnt ihr dann manche Videos früher vor allen anderen sehen oder uns einfach jeden Monat mit einer kleinen Spende unterstützen. Das würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich gibt es auch noch unseren Merch-Shop mit T-Shirts wie diesem hier in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben und anderen Logos und mit Dr. Watson oder ohne Dr. Watson. Oder auch unser selbstdesigntes und nachhaltiges Pub-Quiz mit 500 Fragen rund um die Wissenschaft. Vielen Dank für eure Unterstützung und danke fürs Zuschauen und bleibt neugierig. Euer Cedric.